Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Half-Life Source. So, wir müssen irgendwie hier raus aus dem komischen Labyrinth hier. Ich hoffe mal, dass wir hier oben raus müssen irgendwo. Oh, guck mal, ein Fahrstuhl. So, irgendwie habe ich das Gefühl, er führt auch nur nach unten. Oh, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Mein Problem ist mal wieder, ich habe mal wieder irgendwelche Sachen gehört. Aber sie scheinen diesmal von da vorne zu kommen. Irgendwie kommen sie. Ich weiß nicht, von wo sie kommen. Pass auf. Speichern. Alter. Hab ich mich schon gemacht. Alter. Alter. Fuck. So. Und jetzt, ganz ehrlich, mache ich hier mal diesen. Junger Vater. So, haben wir schon wieder jede Menge Energie und Hitpoints verloren. Nee, ich gehe jetzt nicht zurück zu dem Health Pack. Ich wechsle aber gerade mal die Waffe. Diese dreckigen Viecher, ne? So. Die Taschenlampe ist jetzt auch keine besonders große Hilfe. Mr. Freeman, aber ich konnte die Tür erst öffnen, nachdem ich sicher war, dass sie das Gebiet gründlich gesäubert hatten. Das hier ist der letzte Eingang in den Lander-Komplex. Alle anderen Zugänge wurden versiegelt, um die Invasion einzugrenzen. Laber nicht. Mach die Tür zu. Tatsächlich bis hierher schaffen könnten, haben wir Streichhölzchen gezogen, um festzulegen, wer hier bleiben musste, um sie reinzulassen. Okay. Wie Sie sehen, habe ich verloren. Meine Kollegen warten oben auf dem Lander-Reaktor. Auf Sie, klar. Zurzeit ist der Reaktor heruntergefahren, aber auf Ihrem Weg nach oben können Sie ihn ja aktivieren. Den Kern müssen Sie sowieso fluten, um in die Teleporter-Labors zu gelangen. Sie sind natürlich nicht berechtigt, darüber auch nur das Geringste zu wissen. Aber wie ich sehe, wissen Sie ohnehin schon über sehr viel mehr Bescheid, als Sie eigentlich sollten. Ja, das könnte ich auch so unterschreiben, mein Freund. Ich gehe trotzdem hier gerade nochmal... Nee, gehe ich nicht. Ich mache erstmal hier ein Safe Game. Irgendwie bin ich total vorsichtig geworden bei diesem Schwierigkeitsgrad. Ich würde nämlich gerne nochmal gucken, ob wir hier wirklich nichts übersehen haben. Offensichtlich nicht. Was ein bisschen schade ist. Keine nützlichen Sachen in diesem komischen Raum hier. Dann gehen wir hier hoch. So, hier hat man die Munition mitgenommen. Dann mach hier mal die Tür auf, mein Freund der Sonne. Damit. Unglaublich. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 100 Energie hatten. Also gerade eben erst, aber
So, dann nutze ich die Chance mal und speichere hier nochmal. Und dann bin ich fast versucht, hier gerade mal kurz hochzuklettern. Mal zu gucken, was es hier so gibt. Okay, hier ist ein Aufzug. Waren Sie auch bei der Waffenforschung? Hallöchen. Ich habe das Gluonengewehr entwickelt, aber ich bringe es einfach nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Sie sehen aus, als hätten Sie da weniger Probleme. Was soll das denn heißen, mein Freund? So, wo ist es denn? Ist es das? Ne, es ist vermutlich das. Ach cool. Ach so, wir sind voll. Okay, pass auf. Dann. Ja, damit kann man schon arbeiten, ne? Das jetzt nicht das Schlechteste. Ja, das ist cool. Ich bedanke mich, mein Freund. So, aber eigentlich brauche ich dich auch nicht, ne? So. Dann gucken wir doch mal, wo uns der Weg hier hinführt. Also das Ding finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Mal gucken, wo uns das noch nützlich sein wird. So, hier liegt direkt ein Toter. Okay, was immer mir das sagen soll. Hier scheint auf jeden Fall scheint irgendwas zu stehen. Das ist schon nicht uncool, ne? Hui. Willst du etwa hier rumkommen? Ich dachte, das hätte er sich so überlegt. So, ich gehe mal hier ein bisschen geschützt. Alter, ernsthaft? So, pass mal auf, mein Freund. Du Spacko. Hilfe? Okay, ich will aber die Munition von dem Gewehr eindeutig nicht überstrapazieren. Deswegen nehme ich jetzt weiterhin die Schrotflinte. Boah, ich weiß echt nicht, was uns hier erwartet. Da springe ich lieber mal nicht rein. Oh, guck mal, hier liegen zwei Tote. Kleine Drecksau. Irgendwie ist man gerade froh, dass man wieder volle HP hat. Und dann kommen eine Handvoll Gegner und man ist wieder halb runtergeschossen. Und ich höre da doch schon wieder irgendein nächstes Vieh. Die Frage ist, wonach hört sich das an? So genau weiß ich es nicht. Ich gucke einfach mal. Eieieiei. So, der hat sich natürlich hier mal wieder hingewagt, was für mich bedeutet. Scheiße, davon haben wir keins mehr. Komm. Zack.
Irgendwas vom Reaktorkern gemeldet? Whatever. Oh, klar, natürlich ist da oben schon wieder so ein Vieh, ne? So, den treffen wir von hier ganz, ganz bequem. Und ohne Scheiß. Auch wenn das natürlich ein bisschen billig ist, weil er sich nicht wehrt, sage ich ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich nutze ja jede Chance zu überleben. Und das hätten wir damit getan. Jetzt nehme ich aber mal das Gewehr hier. Bin mir nämlich nicht sicher, ob das hier alles so praktisch ist. So, die Frage ist, müssen wir da unten irgendwas tun? Ich speichere jetzt hier erst nochmal. Und dann springe ich da mal ganz mutig rein. Ach, sieh mal, na guck. Okay, das sieht nicht so aus, als ob wir hier was tun müssten. Sieht doch nicht so aus, als ob es hier irgendwas gibt. Okay, dann gehe ich hier mal die Leiter rauf. Offensichtlich müssen wir ja hier rum. Ich höre da schon wieder so einen Riesentypen. Okay. Was immer mir das sagen soll. So, sowas beseitige ich gerne aus der Ferne mit der normalen Kanone. Wisst ihr was? Ich nehme aber mal die Armbrust. Mal kurz nachladen. Um einfach hier mal ein bisschen mehr. Ja, wobei, die Armbrust ist hier eigentlich nicht sehr sinnvoll, ne? So, gerade mal. Ihr wollt mich alle verarschen. Dich habe ich gesehen, mein Freund. So. Und ich hab mich auch gesehen. Scheiße. Alter, was der mir auch an Energie abzieht, ne? So. Okay, da unten an den Schalter müssen wir offensichtlich ran. Und offensichtlich sind wir hier erstmal sicher. Natürlich. Alter, das gibt's doch nicht. So, dann halt so. So. Und jetzt ist die Frage, müssen wir hier runter? Ich speichere hier gerade nochmal. Und ich frage mich, ob es so sinnvoll da war, das jetzt schon einzustellen, aber gut. Flow to Main Reactor, no access. Okay. Dann mal wieder hoch. Dann wieder runter. Keine Ahnung, ob man hier durchkommt. Offensichtlich nicht. Und wieder Luft holen und wieder runter. Okay. Gut. Nee, so nicht. Ja, keine Ahnung, dann gehen wir mal hier wieder zurück, ne? Weiß nicht, ob sich jetzt hier halt was getan hat.
Guck mal, ja, hier hat sich was getan, ne? Genau, das Becken hat sich gefüllt. Schauen wir mal. Hier nochmal speichern. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt hier irgendwas machen kann, muss. Ich spring hier einfach mal rein. Offensichtlich kann man hier nichts machen. Irgendwie sieht das so aus, als ob das irgendwo hin müsste, ne? Alter, du sollst doch einfach nur die Leiter hochgehen. So, aber... es ist offensichtlich so, als ob wir da nichts mehr machen können, erstmal. So, was für mich bedeutet, wir müssen jetzt irgendwo noch irgendwo anders hin. Guck mal. Okay. Whatever. Scheiße, da hinten ist schon wieder so ein Typ. So, das hat offensichtlich nicht geholfen. Lebenszeichen kritisch, ne? Da kriege ich ja die Pimpanellen hier. So. Die Dinger beseitige ich direkt mal im Voraus. Und dann ist die Frage, speichere ich jetzt hier mal gerade? Ja, ich speichere hier mal gerade. Keine Ahnung, ob wir es hier... Freeman, wenn Sie dieses Gebiet nicht verlassen, wird das gesamte wissenschaftliche Personal die Konsequenzen zu tragen haben. Alter, das ist mir doch egal. Ich versuche euch doch hier gerade zu helfen, du Doof. Das ist mir doch wurscht, was hier für Konsequenzen zu... Alter! Leck mich am Arsch! Ich speichere jetzt hier auch mal nicht. Exitus steht unmittelbar bevor. Ja, hilft alles nichts, ne? Ich kann nur hoffen... So, was ist das hier für ein Rad? Damit drehe ich offenbar den Dampf ab. So, wir sind beim nächsten Treffer sind wir tot. Und wir können nichts dagegen tun. Außer ganz vorsichtig aus der Ferne hier ein paar Typen abschießen. Und hoffen, dass wir in naher Zukunft irgendwie mal Energie oder sowas finden. Fuck, 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 fuck. So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja, gucken wir mal. Ja, ich hoffe, ihr fandet das auch so spannend, wie ich es fand. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben oder ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich euch einen schönen guten Abend, einen wunderschönen guten Nacht. Was? Ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.